Hi Leute, ich habe hier mal ein Elektronik-Voltmeter. Das habe ich auch von einem meiner Zuschauer bekommen. Ich habe da mal zwei Kabel dran gemacht und habe die miteinander verbunden, die zwei. Und bin hier mal, also das ist der Ein- und Ausschalter, denke ich. Ein aus. Und ich bin hier auf Volt plus. Mal schauen. Hier, da steht Volt plus. Okay. Und jetzt möchte ich mal Strom drauf lassen. Ich habe das mal vorsichtshalber am Wechselrichter dran, weil das ein 230 Volt oder 220 Volt Gerät ist. Ich stecke es mal an. Habe den Wechselrichter angesteckt. Man hört den Trafo leicht. Man sieht hier, ist es auf 0. So, jetzt werde ich mal. Ich bin hier bei Volt und im 10 Volt Bereich. Hier steht oben 10 Volt, Volt plus und 10. Jetzt werde ich mal einen Lithium-Akku anstecken. Hier plus und hier minus. Und der Lithium-Akku hat hier fast 4 Volt, also 3,95 steht da. Der hat aber, glaube ich, gar nicht 4 Volt. Ich stecke mal an diesen Akku und noch mein zweites Multimeter an, das sehr genau ist. Möchte mal genau messen, weil ich glaube, dass der 10 Volt Bereich, dass der nicht ganz stimmt. Dann stecke ich an den Akku mein zweites Mal an und schau mal, was der da sagt. Und der sagt hier 3,867, 3,8, 3,86, das ist fast 3,9. Und hier 3,246, 3,8. Also gut, es stimmt schon ziemlich. 3,86. Ja, es ist genau zwischen 3,8 und 4 Volt. Ich glaube, es stimmt sogar. Es stimmt sogar wirklich. Okay. Wenn ich dann das wieder ausmache, also quasi Spannung wieder wegnehme, sinkt der Zeiger langsam zurück auf 0. Hier kann man, glaube ich, 0 einstellen, wenn ich hier drehe. Oder nochmal drehe. Damit. Hier an den kann ich den Zeiger auf 0 stellen. Mache ich das mal wieder ein bisschen größer. Kann ich hier den Zeiger auf 0 einstellen. Auf 0 Volt, ich keine Spannungsquelle dran habe, aber der Eingangswiderstand ist sehr hochohmig, weil wenn ich jetzt nur mal mit den Finger mal brücke, mit den Finger mal ganz leicht den Eingang brücke, geht der schon hoch und geht der schon hier fast auf die Spannung. Also der Eingang muss sehr, sehr hochohmig sein. Da werde ich jetzt mal das andere Multimeter nehmen und mal den Eingangswiderstand messen. Ich schließe das mal mit dem anderen Multimeter zusammen und stelle das mal auf oben. Und gehe mal auf Megaohm. Wow, 92 Megaohm. Normal haben Multimeter so nur 10 Megaohm. Und es hat 92 Megaohm im 10 Volt Bereich. Schalten wir es mal um auf 3 Volt. Hat es 93 Megaohm. Ah, ich sehe jetzt die Spannung. Quasi, und zwar ich habe es auf 3 Volt geschalten und hier ist 1 Volt, 2 Volt, 3 Volt und knapp 1 Volt, also 0,1, 0, genau, knapp 1 Volt hat es, also knapp 1 Volt, also 100 für 1 Volt, also zwischen 0, 0,9 hat es, also ja, so wie es aussieht, hat es nur, nee, etwas über 0,9 hat es da. Genau. Also bei 100 da oben, wo 100 steht, hier oben, da wäre 1 Volt. Und es hat etwas weniger als 1 Volt. Okay, gehen wir mal wieder auf 10 Volt. Es hat hier 97 Megaohm, 97 Megaohm, 96, 92, 90 Megaohm, 96 Megaohm, 96, 96. 96 Megaohm, das ist ja mega. Also gehen wir auf 10 Volt. Jetzt messe ich mal einen 9 Volt Block. Mal einen 9 Volt Block anstecken. Und Licht. Ich will einen 9 Volt Block anstecken am Plus und an Minus. 9 Volt Block, so. Der hat nicht ganz 9 Volt. Hier auf 8, 8,2, 4, 8,6, 8,7, 8,7 Volt hat der.
So, 8,7 Volt. Jetzt schaue ich mal, was das digitale Multimeter sagt. Das digitale Multimeter sagt mir 8,58, also fast 8,6. Okay, ist schon relativ genau. Jetzt will ich aber auch mal oben messen. Das heißt, ich stelle hier unten das mal auf oben. Ich will messen die Ohmzahl und ich bin hier bei Ohm auf 100 Kiloohm. Okay, dann sehen wir hier, der Zeiger ist auf Anschlag. Ich tue jetzt mal die beiden Eingänge kurz schließen auf 0. So, ich habe die beiden Eingänge kurz geschlossen, ist auf unter 0. Jetzt werde ich mit diesen Einsteller unten links, also mit den hier, werde ich jetzt erstmal das auf 0 Ohm einstellen, dass ich bei kurz geschlossenen Messspitzen genau auf 0 Ohm bin. Okay, und jetzt tue ich mal 47 Kiloohm anstecken. Einen 47 Kiloohm Widerstand. Und der müsste mir jetzt 47 anzeigen. 40, 2, 4. Ja, er zeigt mir 47 an. Oben, ganz oben die Skala. 1, 2, 3, 4. Und dann 47 Kiloohm. Okay, nehmen wir mal einen 10 Kiloohm. Ich stecke immer einen 10 Kiloohm Widerstand an. Also wie es aussieht, funktioniert das Gerät. 10 Kiloohm. Da müsste es genau bei 10 sein. Oder ich gehe mal auf den 10 Kiloohm Messbereich. Da müsste ich ganz am Ende sein. Und ich bin am Ende. Die hat genau 10 Kiloohm. Ja, die hat genau 10 Kiloohm hier. Okay, dann werde ich jetzt mal einen 1 Kiloohm Widerstand dran machen. 1 Kiloohm, also 1000 Ohm. Mal 1 Kiloohm und da müsstet ihr genau auf 1 sein. Genau, jetzt kann ich umschalten auf 1 Kiloohm. Dann müsste ich wieder genau hier am Ende sein. Naja, nicht ganz fast. Ich tue mal die Messspitzen kurz schließen und tue mal schauen, ob der auf 0 ist. Der ist aber auf 0 hier. Da ist der 1 Kiloohm Widerstand vielleicht nicht ganz so genau. So, jetzt mal 1 Kiloohm messen. Und ja, gut, es ist ein knapp 1 Kiloohm. Vielleicht hat der Widerstand auch noch Toleranzen. Jetzt habe ich noch einen 1 Megaohm Widerstand, also eine Million Ohm. Den stecke ich mal an, 1 Megaohm. Nein, 1 Ohm Megaohm Widerstand, aber dann stimmt das Messgerät ja sogar. Das ist ja sehr gut. Also schalte ich mal um auf 1 Megaohm. Dann müsste ich hier ganz am Ende sein, dann bin ich auch. Das ist genau ein Megaohm Widerstand. Mal nochmal kurz schließen, die beiden Messspitzen, dann habe ich 0 Ohm. Also genau auf 0. Dann stecke ich wieder einen Megaohm Widerstand an. Ich bin wirklich auf 1 Megaohm. Funktioniert. Bei 1 Megaohm, da kann ich jetzt auch mal 47 Kiloohm Widerstand anstecken. 47 Kiloohm. Da müsste ich ganz weit unten sein. Also 2, 4. Genau, 4,7, das sind fast 5. Also hier fast 5 und der ist auch auf fast 5. Ja, das funktioniert. Also Widerstandsmessung funktioniert, Spannungsmessung funktioniert. Und ja, das hier, dann habe ich hier noch ein Potti. Das eine Potti hier, das da, das wäre für Wechselspannung. Ich bin jetzt auf Gleichspannung, auf oben quasi gerade. Ich kann nochmal wieder auf Gleichspannung plus gehen. Jetzt ist der Zeiger ganz am Anschlag hier. Mal warten. Okay, jetzt kann ich den damit auf 0 stellen. Also auf 0 Volt. Und dann kann ich Spannungen messen. Ich bin jetzt auf 3 Volt. Ich gehe mal auf 0,3 Volt. Mal schauen. Oh, der Zeiger, der bewegt sich bei 0,3 Volt. Ich mache mal die beiden Messspitzen zusammen. Die mal zusammengeschlossen, sodass ich wirklich 0 Volt habe. Hier bei 0,3 Volt, da habe ich da Wackelkontakt. Volt plus bis 0,3 Volt. Ah, ich kann das mit dem Potti hier auf 0 stellen.
So muss ich es bei der Spannungsmessung extra wieder auf 0 stellen. 1 Volt, 3 Volt, 10 Volt. Bleibt es auf 0 bei Anspannungsbereichen? Ja, es bleibt auf 0. Dann mal 0,3 Volt, 0,1 Volt. Jetzt kann ich es da auf 0 stellen. Jetzt geht das über die ganze Skala bis 0,1 Volt. So, und das müsste ich dann schon ausreichen, wenn ich nur die Messspitze jetzt mal öffne wieder und mit dem Finger anfasse. Ja, wenn ich ihn nur mit dem Finger anfasse, dann sehe ich schon was. Bin jetzt auf Gleichspannung, gehen wir mal auf Wechselspannung. Hier, Wechselspannung, Volt, Wechsel. Volt Wechsel haben ja auch 0,1 Volt Bereich, und wenn ich die anfasse hier, ja, damit kann ich wohl eine Wechselspannung messen. Hier kann ich Wechselspannung normalerweise den Zeiger einstellen, aber da tut sich nichts. Kann ich mal versuchen, dass ich Wechselspannung simuliere. Da tut sich aber nichts bei 0,1 Volt Bereich. Bei 0,3 schlägt es wohl aus, bei 0,1 Volt Wechselspannung nichts. Bei 0,3. Ich mache die beiden mal wieder zusammen, die beiden Messspitzen. Ich glaube, der Wechselspannungsbereich, da stimmt irgendwas nicht. Das andere wäre Ampere plus, Ampere minus, da kann man Ampere messen. Aber mal nochmal Volt Wechsel. 0,3. Mal auf 1 Volt, mal auf 10 Volt, 30 Volt, funktioniert der 30 Volt Bereich, da kann ich den Zeiger nach links machen, da den Zeiger nach rechts, ich kriege ihn aber nicht genau auf 0, glaube ich. Ich mache jetzt mal das da ein bisschen größer, ich kriege ihn nicht genau auf 0, ich gehe mal auf Linksanschlag, Rechtsanschlag, okay, Wechselspannung kriege ich ihn nicht genau auf 0. Dann 100 Volt, bin ich bei 100 Volt nach links, nach rechts, da tut sich fast nichts. Ich glaube, dass hier, wenn ich hier einen neuen Volt Block anmache, bei 100 Volt Bereich, dann schlägt der Zeiger ein bisschen aus, also tut das doch funktionieren hier. Genau, dann tut das doch funktionieren, die Wechselspannungsmessung. 300 Volt, genau. Ich habe zwar jetzt eine Gleichspannung dran, aber der Zeiger schlägt aus. Und hier bei 1000 Volt, dass die Bereiche funktionieren. Eine Wechselspannung, kleinere Spannungen hier. Ich kann es zwar hier einstellen, ich komme nicht auf 0. Bei 10 Volt Bereich, 3 Volt Bereich, also ganz links. Da kommt er nicht nach rechts. Also Wechselspannungsbereich stimmt was nicht. Bei 1 Volt. Komisch. 0,3 Volt. Also mit den anderen Regler kann ich auch nichts mehr machen. 0,1 Volt ist er auf 0. Da kann ich ihn dann nicht mal einstellen. Also Wechselspannungsbereich ist was kaputt. Gut. Dann Ohm-Bereich. Ohm. Genau, bei Ohm. Da kann ich da wieder 0 Ohm einstellen. Warte, ich bin bei 1 Gigaohm gerade. 1 Gigaohm kann man damit messen. Das heißt, wenn der jetzt dann rechts ist, ich bin jetzt bei 0 Ohm, aber wenn der jetzt ganz rechts wäre hier, das wäre dann 1 Gigaohm. Ups. Wenn ich nur mit dem Finger die beiden Messspitzen ganz leicht zusammen mache, 1000 wäre 1 Gigaohm. Oh, da habe ich schon sehr, 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 sehr wenig Widerstand. Gehen wir mal auf 100 Megaohm. Bin auf 100. Nee, hier 100 Megaohm ist hier. 100 Megaohm. Dann bin ich hier. Ja, auf 5 Megaohm etwa. Bei 10 Megaohm. Ja. Ich bin so bei 2 Megaohm, wenn ich mit dem Finger da anfasse. Dann mal ein Megaohm. Ja, gut, wenn ich ein bisschen fester anfasse, schaffe ich das schon. Aber also Ummessung funktioniert, Spannungsmessung funktioniert auch. Dann nehme ich jetzt den Lithium-Akku mal wieder, mach mal Volt Plus. Volt Plus, jetzt muss ich warten, ich bin bis 3 Volt, ich gehe mal bis 10 Volt. Aber bis 3 Volt müsste auch funktionieren.
Mal schauen. Jetzt müsste ich bis 3 Volt messen können. Aber ich habe es, glaube ich, ja schon getestet. Also, ja, genau, das funktioniert ja. Okay, genauso bis 0,1 Volt. Durch mal die beiden Messspitzen zusammen. Dann kann ich das hier auf 0 drehen, genau. Und dann hier. Ja, genau. Also es funktioniert, man kann Spannungen messen. Dann mal wieder 10 Volt machen. Die beiden Messspitzen mal zusammen. Die beiden. Dann stelle ich genau auf 0 ein. So, jetzt wenn ich die Spannung von dem Lithium-Akku wissen will, kann ich einfach anstecken den Lithium-Akku. Und ich bin wieder bei knapp 4 Volt. Ja, 3,246, 3,8, fast 3,9 Volt. Also auf fast 3,9 Volt bin ich. Und Multimeter messe ich Spannung 3,86, genau. 3,86 sind ja fast 3,9 Volt. Also an sich, es stimmt. Dann gehe ich mal auf Volt minus. Zeige in die andere Richtung aus. Ich tue mal den Akku umpolen. Erstmal den Akku umpolen. Volt minus, dann müsste das 0 auch noch stimmen eigentlich. Nee, tut es nicht ganz. Bin auch mal. Ja, doch, stimmt, wenn ich die beiden Messspitzen verbinde. Bei Volt minus pole ich den Akku mal um. Und dann müsste ich auch, genau, fast 4 Volt haben bei Volt minus. Okay, das stimmt auch fast. Es zeigt ein bisschen zu viel an bei Volt minus. Vielleicht kann man das noch minimalst nachjustieren innen. Also es hat ja, denke ich, sicher Protis drin. Aber an sich funktioniert es bis auf Voltwechsel. Da stimmt irgendwas nicht. Aber der Ohmbereich funktioniert bis 1 Giga Ohm. Der Voltbereich plus Volt minus funktioniert. Also funktionieren tut es. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt wollen wir mal ins Gerät reinschauen, wie das im Gerät drin dann aussieht. Okay, so sieht das drin aus. Und ich muss sagen, das sieht interessant aus. Wir haben sehr viele Bodies zum Einstellen, sehr viele Präzisionsbodies zum Einstellen. Da haben wir ein Präzisionsbody, da ist eins, da ist eins. Und da unten, das sind nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind Löcher in der Platine, das heißt, wenn man die Seitenwand hier abnimmt, die Seitenwand hier, ich glaube, dann kann man diese 5 auch einstellen. Ansonsten sind da Widerstände drin. Mal schauen, 8,98 Kiloohm, 8,98 Kiloohm, 89,8 Ohm, genau, dann 8,98, 8,98, 8,98 und 8,98, das ist ja mega viele Widerstände, 1K6, dann hier ist noch ein Widerstand, dann hier, da hat irgendjemand wohl einen Widerstand getauscht, indem er viele Widerstände zusammengelötet hat. Und da ist ein ganz normaler, ich glaube 1 Ohm ist das, braun-schwarz-schwarz. Oder sind das 10 Ohm? Braun-schwarz sind auch 10 Ohm, weil braun-schwarz-gold war, glaube ich, 1 Ohm. Dann hier hinten 2 Widerstände, da sind aber auch Transistoren drin. Hier ist ein Transistor 2N2905. Das sind 2 Transistoren. Dann hier. Da hat jemand schon neue Elkos eingebaut. Da ist auch noch was zum Einstellen. Aber da ist ein großer Transistor. Was auch immer der ist. Dann 3 kleine Transistoren und hier noch ein Transistor. Da hinten noch 2 Transistoren. Da 2 Dioden. Ist ein rein Transistorgerät. Das gefällt mir echt sehr. Ich mag so Transistorgeräte. Auf der unteren Platine kann es sein, dass auf der Rückseite auch noch was ist zum Einstellen. Portis oder so. Und hier ist ein Trafo. Das ist der Netztrafo, denke ich. Der 230 Volt ausgibt. Hier ist ein Plus und ein Minus. Aber da steht der Output. Hier 120, 220 Volt. 45 bis 65. Jetzt 10 Watt, also 10 Watt. 1978. Ich muss mal schauen, was da an Output rauskommt. Da ist eine Sicherung, 0,16 Ampere und der Stromanschluss. Ich messe dann mal, was bei Output rauskommt. Das ist vielleicht ein Netzteilausgang bei Output. Das ist echt irgendwie komisch. Oder braucht man den zur Ummessung oder so. Dass man dann mit dem Output dann den Strom gibt.
um das Messgerät dann die Spannung direkt am Widerstand misst, sodass man den Einfluss vom Widerstand durchs Messgerät vielleicht nicht hat. Aber da kann man schon sehen, hier, da sind noch Bauteile angelötet, die wodurch die Platine durchgehen. Ich vermute mal für die Ummessung, weil es ja bis 1 Gigaohm geht und bei 1 Gigaohm, dann macht so eine Leiterplatte, wenn die ganz leicht feucht wird, schon Probleme. Und daher ist es gut, wenn man da Aussparungen hat. Also vermute ich, dass auf der anderen Seite auch noch Widerstände sind, so ähnlich wie hier. Aber neue Ultras hier, das gefällt mir. 63 Volt, 10 μF, 10 μF, 100 μF, 63 Volt, 100 μF. Sind schon neue Alkos da drin. Der Trafo ist zwar alt, aber die Alkos sind neu. Der Trafo ist auch echt eiskalt geblieben, jetzt am 220 Volt Wechselrichter. Das heißt, ich kann das dann auch an die Steckdose anstecken, ganz normal an 230 Volt gefahrlos, weil wenn bis jetzt nichts passiert ist, dann passiert so an der Steckdose auch nichts, weil nicht mehr was warm geworden ist. Auch die Transistor hier, alles eiskalt. Ja, schönes Messgerät. Ich würde sagen, ich mache es wieder zu und messe mal, ob da hinten was rauskommt. Ich weiß gar nicht, für was man den Output braucht. Vorne der Input ist klar, aber hinten der Output. Ja, mal gucken. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.